Ja, Aerys ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aerys in Sicherheit. Das waren die letzten Worte ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Aerys mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein. Wir verstanden uns gut. Die Kleine war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aerys aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Seine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages... Oh! Jaha! Nein! Geh weg! Aerys? Du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Aerys ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind, alles, was in ihnen steht.
Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Eris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Eris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn zu oft wusste Eris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Eris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf! Wenn ich jetzt auch noch Eris verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud, Eris Mutter könnte recht haben, dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar.